loggen Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort auf justi.ch ein. Über Unternehmensprofil bearbeiten wechseln Sie in den Bearbeitungsmodus. Klicken Sie in der Navigation links auf den Menüpunkt Lehrstellen. Hier können Sie die Verfügbarkeit Ihrer Lehrstellen anhand der Häkchen angeben. Auf die gleiche Art und Weise können Sie die Verfügbarkeit von Schnupperlehren anpassen. Weiter können Sie mit weiteren Häkchen angeben, ob Sie Ihre Lehrstellen auch als Lehrfortsetzung, IV-Lehre oder Lehre mit Berufsmatura anbieten. Ganz rechts können Sie eine Ansprechpartnerin definieren, damit die Schüler wissen, an wen sie ihre Bewerbung im Bewerbungsschreiben adressieren. Markieren Sie die gewünschte Lehrstelle. Nun haben Sie drei Bearbeitungsmöglichkeiten: Allgemeines, Bewerbungsprozess und Inhalte. Hier können Sie erneut die Verfügbarkeit Ihrer Lehrstellen angeben. Geben Sie an, ab welchem Datum je Lehrbeginn sich Schüler auf Ihre Lehrstelle bewerben dürfen. Unsere Empfehlung ist, die Einreichung von Bewerbungen ab dem 1. Juli für den kommenden Lehrbeginn zu ermöglichen. Wichtig ist, dass nach jeder Bearbeitung rechts unten auf Speichern geklickt wird. Bewerbungsprozess. Hier können Sie die Empfänger-E-Mail für Bewerbungen anpassen, den Bewerbungsprozess mit Anforderungen und Anhängen individualisieren sowie eine Reisezeit festlegen. Auf die gleiche Art und Weise kann unter Schnuppern die Empfänger-E-Mail für Schnupperlehren, Anforderungen und Anhänge sowie die Reisezeit angepasst werden. Inhalte. Individuelle Texte rund um die Berufe und Besonderheiten in der Lehre geben den Jugendlichen einen Einblick, was sie erwarten und bieten. Individualisieren Sie die Lehrstellenprofile mit berufsspezifischen Titelbildern sowie passenden Galerien je Lehrberuf. Es können je Lehrberuf bestehende Galerien des Unternehmensprofils ausgewählt oder neue Galerien erstellt werden. Aktivieren Sie die Stapelverarbeitung, um alle Lehrstellen gleichzeitig zu bearbeiten. Haben Sie nun noch Fragen? Unter Hilfe und Kontakt oder help.justi.ch finden Sie hilfreiche FAQs oder wenden Sie sich an uns. Wir helfen Ihnen gerne.